Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe mein Referat hier überschrieben mit der Formulierung BSHG top in Form. Und stelle gleich die Frage, sind wir das? Sind wir top in Form, wie wir das heute beanspruchen? Das heißt, ich will Ihnen einmal sagen, wo stehen wir heute, wenn wir uns ehrlich und selbstkritisch betrachten? Vor allem aber, wie sind unsere Perspektiven für die Zukunft? Und wir hatten ja immer die Devise ausgegeben, BSHG muss die Nummer 1 in Europa werden. Hierzu eine Geschichte. Zwei Unternehmer sind auf einer Wandertour in Kanada. Am Waldrand begegnen sie einem Wildhüter. Dieser sagt zu ihnen, seid vorsichtig, ich habe im Wald einen Bären gesehen. Die beiden entscheiden sich, das Risiko einzugehen und wandern weiter. Nach einer Weile setzt einer von den beiden den Rucksack ab, packt die Turnschuhe aus und wechselt diese gegen seine schweren Wanderstiefel. Der andere sagt, damit bist du nicht schnell genug, um dem Bären zu entkommen. Darauf antwortet ihm sein Kollege, da hast du schon recht, aber ich bin schneller als du. Top ist die Konsequenz aus der Tatsache, dass in reifen Märkten nur die Besten eine Chance haben. Ich war recht angetan von dem, was ich gesehen habe, weil das, was von den Mitarbeitern hier in Traunreuth dargestellt wurde, wirklich nicht eine Show war, um kurzfristig zu begeistern, sondern weil es getragen wurde im Herzen, im Verstand, im Kopf von allen Mitarbeitern, die es vorgetragen haben. Und ich denke, dass wir hier in diesem Werk auf einem guten Weg sind. Ein weiterer Punkt und ein ganz wichtiger Punkt, und deshalb sind wir heute alle hier zusammen und deshalb spreche ich Sie auch alle an, ist die sogenannte Kulturveränderung. Die Top-Bewegung kann nur erfolgreich sein, wenn sie sich im Bewusstsein aller Mitarbeiter verankert. Unsere heutige Veranstaltung ist hier die Initialzündung in Traunreuth. Dabei kommt Traunreuth eine besondere Bedeutung zu. Traunreuth ist und bleibt unser wichtigstes Kompetenz- und Managementzentrum weltweit für den Produktbereich Herde. Alles, was hier erreicht wird, hat eine hohe Signalwirkung für die BSHG-Gruppe. Traunreuth ist ein internes Benchmark. Sie starten hier also in eine sehr wichtige Woche. Nach der Initialzündung muss sich die Top-Bewegung selbst weiter organisieren und wie ein Lauffeuer weiterentwickeln. Die Umsetzer unserer Top-Bewegung sind Sie alle, meine Damen und Herren. Nur Top-Personal schafft auch Top-Unternehmen. So wie ich mich selbst für die Top-Bewegung in die Pflicht nehme, fordere ich Sie hiermit auf, die Top-Bewegung tatkräftig zu unterstützen. Ich wünsche Ihnen hierzu eine gute, eine interessante Woche, eine gute Initialzündung für Sie und für die gesamte BSHG. Danke. Also, denken Sie mit, helfen Sie mit und machen Sie mit. Bei Top, bei unserem Infomarkt, an Ihrem Arbeitsplatz und am kommenden Samstag, ich hoffe bei etwas besserem Wetter, mit Ihrer Familie und Ihren Freunden beim Tag der offenen Tür. Vielen Dank. Zufriedene Kunden stehen für uns erstmal zwei Kernfragen in dem Punkt A. Was will der Kunde? Und B, ist er mit dem, was wir ihm geben, zufrieden? Wir haben hier eine Tafel kreiert und diese Tafel haben wir schon im Werk aushängt. Die gibt es schon an zwei, drei Stellen. Und hier lassen wir uns eine Note geben von 1 bis 6, so wie in der Schule. Jeden Monat. Und was ist das Ziel dahinter? Das Ziel dahinter ist, wir als UM wollen unsere Kunden besser verstehen, unsere Kundenwünsche besser verstehen. Was brauchen die Fabriken, um besser zu werden? Wir wollen, dass diese Kundenwünsche besser erfüllt werden und wir wollen, dass wir gemeinsam, UM und die Fabrik, gemeinsam als FDH besser werden. Sie sind mein Kunde oder Kunde von uns allen, die wir hier das vorbereitet haben. Deswegen möchten wir von Ihnen zum Schluss ganz gerne wissen, wie waren Sie eigentlich mit dieser gesamten Veranstaltung zufrieden? Also jetzt nicht nur mit diesem
mit diesem Stand, sondern insgesamt mit allen Ständen, mit der gesamten Veranstaltung. Deswegen meine Bitte, nehmen Sie sich zum Schluss hier ein solches Blatt und ein Kuvert und füllen Sie, das sind 7 Fragen, füllen Sie irgendwann in Ruhe aus und stecken Sie in den Umschlag und geben Sie in die Hauspost, Werkstattschreiber oder sonst wo, dann kommt es zu mir und dann können Sie zum Schluss ein Resümee ziehen. Wie waren Sie zufrieden? Und wenn wir ganz schlecht waren, dann ist es der Ansporn, nicht mal besser zu werden, auch aus Ihnen rauszubekommen, wo hat es gemangelt. Falls ich spontan keine Frage oder keinen Kommentar habe, dann stelle ich Ihnen mal. Woher haben Sie die Krawatte? Krawatte, die haben wir uns machen lassen. Wir bekommen, haben alle Vortragenden. Da bin ich sicher, wenn wir auf der einen Seite sowas sagen und wenn wir ja die Vorschläge brauchen, wir wollen ja die Kosten senken. Wenn wir die Vorschläge brauchen, dann müssen wir es ernst meinen. Und dann müssen wir es ernster machen und ernster betreiben, was ich in der Vergangenheit vielleicht gemacht habe. Das Verschiebewesen, was wir da vielleicht hatten, das darf es nicht mehr geben. Und ich glaube, durch die neue Organisation haben wir auch die Voraussetzungen dafür geschaffen. Es ist nicht mehr so einfach. Aber neu, immer neu, mehr kassieren, mehr verkaufen, mehr teuer, aber Lohn immer wenig. Ja, so neu. Das ist der Ja. Beide Faktoren verändern für uns ja die Produktivität. Das heißt, das Einkommen ist klar, wenn die Kosten sinken, verbessert sich die Produktivität bei gleicher Leistung. Schon geärgert. Sie haben schon geärgert. Ja. Mächtig geärgert. Und mache ich auch keinen mehr. Deshalb machen Sie keinen mehr. Nein. Aber Sie sollten es versuchen wieder, oder? Ja. Ich sage, es ist ja jetzt hier ein neuer Anfang gegeben. Der Finger der Zeit wird bewusst auf Sie alle. Wir meinen, Sie alle können dazu beitragen. Sie alle können Ihre Ideen bei uns abliefern. Und wir haben also auch ein Vordruck entwickelt, Ideensammlung. Da steht drauf, wo es hingeht. Da ist erläutert, was Sie dazu schreiben sollen. Und wenn Sie eine Idee haben, schreiben Sie einfach drauf, schicken Sie es dorthin. Innovationen sind neue Ideen für Prozesse und Produkte. Innovation bei unseren Produkten hat zum Ziel, die Wünsche unserer Kunden noch besser zu erfüllen und dies zu niedrigeren Kosten. Die in 1993 eingeführten neuen Produktreihen, die Herdreihe 2000 und die Muldenreihe 2000, haben uns einen Wachstumsschub gebracht. Es waren also Innovationen, die von unseren Kunden angenommen wurden. Die Ideen für die Domotechnica im nächsten Jahr, für 1997, sind da und werden realisiert. Ich bin auch sicher, dass es noch Kundenwünsche gibt, die wir nicht kennen oder nicht genug kennen. Dies durch unsere Fantasie und engen Dialog mit dem Kunden zu entdecken und zu wecken, ist ein wichtiger Prozess, der uns weitere Impulse für neue Ideen für Innovationen geben wird. Und da fangen wir einfach mal an. Dann machen wir sogar einen Extra-Service noch. Wir als Heimmarkt, sage ich mal, unsere Herde sind so ausgestattet, damit wir Gulasch machen können, damit wir Schweinebraten machen können und. Aber der Italiener ist mit unserem Schweinebraten nicht zufrieden. Der Engländer schon gar überhaupt nicht, denn der isst ja sein Fleisch halb roh, sage ich mal ein bisschen Spaß macht. Und der Franzose, der hat wieder eine ganz andere Vorstellung von einer Küche. 4 Faktoren beeinflussen den Begriff und die Realität, Umsetzung, Wachstum ganz erheblich. Und das ist das Produkt, unser Herd. Der Preis, was der Herd kostet, die Zeit, in der ein Herd hergestellt wird, in der Entwicklungsvorhaben realisiert werden und den Ort, wo die Geräte also verkauft werden.
Welche Märkte gibt es denn noch, wo wir auch was machen können? Ich rede jetzt einfach mal von China, Indien. Das sind Märkte, da machen wir eigentlich bisher kaum was und da läuft viel. Da gibt es sehr, sehr viele Einwohner, wie Sie sicherlich wissen. Und da sollten wir vielleicht auch versuchen, in Zukunft was zu machen. Und? Dort zeigen wir auch einen Abschlusskanal. Das bedeutet, Händler, verschiedene Händler, Fachhändler, es gibt zum Beispiel Mediamärkte, wo wir billig kaufen können, wo wir teuer kaufen können, Berater und so weiter. Und das ist ganz wichtig, dass sie überall in allen Absatzkanälen mit dem richtigen Programm vertreten ist. Mit Top muss es unser gemeinsames Ziel sein, mittelfristig in den drei großen Ländern, Frankreich, Großbritannien und in Italien, unseren Absatz von derzeit nur 21.000 Backöfen im Jahr aus dem Standort Traunreuth auf 100.000 Stück auszubauen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie hier an unserem Top-Kulturwandelstand recht herzlich begrüßen. Der Mensch soll wieder etwas mehr in den Mittelpunkt sein. Der Mensch soll mit Herz und Verstand an die Dinge, die vor uns liegen, rangehen, Verantwortung übernehmen. Und wenn man diese Komponenten zusammennimmt, sehen wir unsere Chance für die Zukunft, um auch die Firma und auch wir und auch die Mitarbeiter und uns alle ein Stück weit vorwärts zu bringen. Beim Kulturwandel geht es um den Menschen. Im Rahmen der Top-Bewegung verstehen wir unter Kultur die Zusammenarbeit in der Firma, das heißt, wie wir hier in der FTH miteinander arbeiten und miteinander umgehen. Mit dem Kulturwandel wollen wir ein Klima des gegenseitigen Vertrauens und des gegenseitigen Respekts erreichen, um die Zusammenarbeit noch weiter deutlich zu verbessern. Wir werden damit die Voraussetzungen schaffen, dass wir alle Möglichkeiten und Fähigkeiten, die in uns stecken, erschließen. Ich bin davon überzeugt, dass wir so den Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs entgegentreten können, dass wir diesen Wettbewerb bestehen werden und damit unseren Standort Traunreuth sichern. Ich halte dies für eine der zentralen Aufgaben überhaupt. Deshalb engagiere ich mich im Top-Arbeitskreis Kulturwandel. Karten müssen folgen. Ich will erst mal sehen, was das wäre, aber gute Ansätze, das will ich nicht ganz genau anschließen. Ich will erst mal sehen, was daraus wird. Ja, das war so eine Mischung aus verschiedenen Stimmungen. Ihr Stimmungsbild, da kann man Ihnen nicht recht geben, wenn Sie sagen, gut, also in der Grunde schon, dass das sind die Ansätze waren, ich würde einfach Taten folgen. Vorher war einfach ein paar Aussagen, ja, die Ansätze waren nicht schlecht. Jeder von Ihnen einen Punkt und dann denkt neben Sie, zack, 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 Füße wollen wir nicht. Dann können wir kurz drüber sprechen. Wir schauen, wie sind wir, wo wir sind. Damen und Herren, bitte schön, Sie dürfen schon. Miteinander ja. zu reden und nicht von oben herab die Kleinen ja. schauen. Haben wir verstanden. Weil ich. Ja, das wir haben oft den Mut, nicht ja. an den Großen zu sagen, ja, ich meine nicht das, weil er die Chance von oben schaut. Und ja. das ist oft der springende Punkt. Haben wir verstanden. Der Betriebsrat begleitet kritisch die Top-Bewegung und wird speziell die für ein wichtigste Säule, den Kulturwandel, sorgfältig beobachten. Besonders achten wir darauf, inwieweit Kulturwandel, so wie er uns heute und in den nächsten Tagen vorgestellt wird, von den Vorgesetzten vorgelebt und praktiziert wird. Guter Ansatz. Also das wird wirklich an jeden von Wert erklärt, was ist, was haben wir jetzt vor. Das ist ja schon, lasst mir die Hoffnung keimen, dass das ja wirklich was sich tatsächlich ändert, dass zum Besseren. Die Frage ist, wieso ist eigentlich die Betriebserhaltung jetzt irgendwo größer rausgekommen? Man hat nur erklärt, Produktion, da hinten geht es gerade läuft, das ist interessant. Diese Fertigungswerkstätten draußen, also Produktionsstätten, die waren in und alles andere war eigentlich so was ähnlich wie der Fußpilz vom Fuß. Sie haben empfunden, Sie sind in der ganzen Aktion etwas gekostet haben. Hier, wir bedenken, wenn wir uns das überlegen und dass Sie jetzt hier offen Ihre Meinung sagen, das ist schon mal Kulturwandel.